In diesem Video schauen wir uns einen Wetterballon an. Das Joanneum-Gymnasium hat vor kurzem einen Wetterballon in die Luft steigen lassen und das hat sehr viele Fragen aufgeworfen, die ich gerne versuchen möchte, in diesem Video zu beantworten. Dazu gucken wir erstmal, was ist denn überhaupt die Idee dahinter? Vielleicht kennt man die von einem Geburtstag, da lässt man, oder einer Party, wo man Luftballons in den Himmel steigen lässt. Die sind offensichtlich leichter im Vergleich zu der Luft und dadurch steigen sie nach oben. Schauen wir mal ein bisschen Geschichte an. Die ersten waren die Chinesen. Die haben vor 2000 Jahren Himmelslichter schon in den Himmel geschickt und Klammer auf, die sind übrigens bei uns verboten aus Brandgefahr. Wie auch immer, auf jeden Fall waren das die ersten. Ob sie auch wussten, warum die entsprechend hochsteigen, weiß ich nicht, habe ich nicht rausgekriegt. Die hier, das ist in Frankreich, die wussten es nicht. Die glaubten, oder wahrscheinlich ist das auch aufgrund von Beobachtung, Rauch steigt nach oben, also glaubte man, wenn man diesen Rauch irgendwie auffängt, kann man sich selber in einer Gondel unten drunter sozusagen in die Luft heben. Und genau das probierte man. Dieses Teil heißt oder hieß Montgolfiere. Die Erfinder hießen genauso. Das scheint bei den Franzosen so üblich zu sein, dass man seine Erfindung nach sich selbst benennt. Wie auch immer. Auf jeden Fall war das Ding 12 Meter groß, also Durchmesser. Man glaubte, wie gesagt, an den Rauch, der das nach oben trägt und obwohl man, wie gesagt, eigentlich das nicht richtig durchschaut hatte, hat es trotzdem funktioniert und man ist auf stolze 2 Kilometer gekommen. Und dann war natürlich, das war erstmal unbemannt und dann war natürlich der Wunsch, Menschen mit hochzuschicken. Tja, der König hat gesagt, nein, wir machen erst ein Experiment und zwar schicken wir Tiere hoch und wenn die das überleben, dann dürfen auch Menschen hoch. Also im gleichen Jahr, 19. September, wurden 3 Tiere, 3 verschiedene, hochgeschickt. Sie haben es überlebt. Der König erlaubte sozusagen den Aufstieg. Und das waren die beiden Glücklichen, die sozusagen als erste Menschen in so einem Heißluftballon nach oben steigen durften. Also, allerdings ist nicht bekannt, wie hoch sie eigentlich gestiegen sind. Zumindest habe ich es nicht herausgefunden. Ist jetzt aber auch erstmal nicht so von so allzu großer Bedeutung. Das war im Prinzip der nächste Ballon, allerdings kein Heißluftballon, sondern ein Gasballon. Ein Gasballon, den hat man damals mit etwas gefüllt, das leichter als Luft ist. Und das war Wasserstoff. Der Wasserstoff nimmt man heute teilweise auch noch, ist billiger im Vergleich zum Helium, heute zumindest. Helium brennt dafür nicht, also Helium ist sicherer. Da war auf jeden Fall Wasserstoff drin und wieder ein Franzose und wieder nach ihm benannt, die Chaliere. Und am 1. Dezember 1783 die erste bemannte Ballonfahrt auf sage und schreibe fast 3,5 Kilometer Höhe. Das war beeindruckend. Und was auch beeindruckend war, dieser Mann hat so als erster schon so den Zusammenhang zwischen Temperatur und Volumenänderung erkannt. Also sprich, wenn etwas, ein Gas warm wird, dehnt es sich aus und damit ist das gleiche Volumen des Gases leichter, weil es ja dann weniger drin in dem gleichen Volumen. Und damit, ja, funktionieren halt eben die Heißluftballons. Naja, seine Mitmenschen waren nicht ganz so glücklich über seinen Ballon.
Das produziert im Prinzip einen Aufstand am Landeort und unter Führung der Kirche hat man das Ding mit Mistgabeln bekämpft. Wie auch immer, es ging weiter. Interessanterweise heißt unser nächster Ballon Phönix. Auch ein Gasballon und man muss wissen, 1893 bis 1896 war eine interessante Zeit in Berlin. Da hat man sozusagen sich das Ziel gesetzt, die freie Atmosphäre, das ist praktisch alles so überhalb von 1 bis 2 Kilometern über der Erdoberfläche zu untersuchen. Und das hat man mit eben diesen Ballonen gemacht. Teilweise hatte man auch Wetterdrachen im Einsatz. Am 4. Dezember hat dieser Herr hier, Arthur Berson oder Berson, es auf 9 Kilometer geschafft. Das ist eine sehr beachtliche Höhe. Deshalb beachtlich, weil da oben wird schon mit dem Sauerstoff knapp. Dann hat man sehr groß gebaut. Preußen hieß das Ding. Und der wog 2 Tonnen. Und man brauchte über 1000 Gasflaschen, um das Ding überhaupt zu füllen. Naja, 25 Meter Durchmesser, also wirklich sehr beeindruckendes Teil. Der Erfolg war immerhin 1 Kilometer mehr. Die beiden haben es auf etwas über 10 Kilometer geschafft. Ja, sie haben aber schon etwas Interessantes entdeckt, und zwar die Temperaturinversion. Temperaturinversion bedeutet, wenn etwas hochsteigt, wird es ja erstmal immer kälter. Da beginnt aber etwas Besonderes, und zwar in der Stratosphäre wird es plötzlich immer wieder wärmer. Also mit zunehmender Höhe wird es wieder wärmer. Wie kommt das zustande? Ganz einfach, in der Stratosphäre ist Ozon. Und Ozon schützt uns, weil von der Sonne kommt UV-Strahlung, das Ozon absorbiert die und wandelt die in Wärme um. Und daher wird es da oben praktisch mit zunehmender Höhe wieder wärmer. Temperaturinversion. Und etwas besser und genauer, die Idee war, nicht mehr selber mitzufliegen, sondern nur die Messgeräte hochzuschicken. Und dadurch waren auch größere Höhen möglich. Sozusagen so 10 bis 16 Kilometer hat man da untersucht. Und da hat man schon größere Chancen gehabt, diese Temperaturinversion zu beobachten und entsprechend die Stratosphäre zu entdecken. Dann wurde man noch kleiner und hat die Messgeräte am Boden gelassen und sogenannte Pilotballonfahrten gemacht. Also man hat einen Pilotballon, man sieht das hier so im Größenvergleich, die waren sehr klein. Man wusste aber, wie schnell die steigen. Das heißt, man konnte warten und sehen, bis die in den Wolken verschwinden. Dadurch wusste man die Wolkenhöhe. Und das Messgerät, was die dann da in der Mitte haben, ist ein Theodolit. Damit kann man herausfinden, wie sich der Ballon bewegt und damit Rückschlüsse auf Höhenwinde, Richtung, Geschwindigkeit und so weiter machen. Heute schauen wir erstmal, wie es mit den Wetterballonen aussieht. Täglich werden an 900 bis 1300 Orten geschätzt täglich weltweit Wetterballone in die Luft geschickt. Man muss 2 Stück, also mindestens 2 Stück pro Tag nutzen, wenn man das ernsthaft machen möchte. Und das, wenn man nachrechnet, kommt man auf etwa 3000 Ballone pro Tag. Das ist jede Menge. Und wenn man es jetzt auf Deutschland bezieht, allein der DWD verschickt, oder was heißt verschickt, entlässt sozusagen 20 pro Tag ungefähr. Kostet den DWD 250 Euro pro Stück ungefähr. Und etwas Besonderes, der DWD oder für den DWD ist es einfacher, die Dinger sozusagen aufzugeben, als jemanden rauszuschicken, die wieder einzusammeln. Den Ballon kann man eh nicht mehr verwenden. Und die Messtechnik, die kauft der DWD sich sozusagen jedes Mal neu. Und ich habe hier eine Sonde, die tatsächlich unterwegs war und die auch irgendwo abgestürzt ist.
Und ja, die habe ich mir geangelt. Und hier kann man mal im Prinzip schön sehen, wie die Dinger aussehen. Das ist im Prinzip hier so eine kleine Styroporschachtel, wo ein bisschen Technik drin ist, so Batterien. Und was da rausguckt, sind die Sensoren, die dann entsprechend messen. Und da unten, der Draht, der da rausguckt, ist nichts anderes als die Antenne, die das Ganze, die Messdaten direkt zum Boden funkt. Also im Prinzip sehr simpel gemacht. Man schätzt, also die deutsche Flugsicherung schätzt ungefähr pro Jahr, dass 15.000 dieser Ballone, ja, nicht nur vom DWD, also insgesamt sozusagen in Deutschland sozusagen in den Himmel geschickt werden. Und das ist eine sehr beachtliche Zahl. Das heißt, jeder hat die Chance, vielleicht früher oder später auch so ein Ding zu finden. Übrigens, beim Deutschen Wetterdienst gibt es eine Seite, wo man gucken kann, wo die gerade sind und wo sie vermutlich landen werden. Man hat also ein bisschen auch eine Unterstützung, wenn man einen finden möchte. Allerdings darf man nicht alle entsorgen. Es gibt auch welche, da möchte der Wetterdienst die gerne zurückhaben. Die sind nämlich teurer, die messen in der Regel Ozon. Und diese Sonden, da kriegt man sogar Finderlohn, wenn man die zurückgibt. Gut, heutzutage, so ein Wetterballon kann bis zu 3 Kilo tragen, die ganz großen. Die Traglast entspricht dem Gewicht. Das heißt, ein Wetterballon, der in noch nicht aufgepustetem Zustand, sagen wir, 1 Kilo wiegt, kann auch 1 Kilo tragen. Die haben vielleicht so 1 bis 2 Meter Durchmesser. Wenn sie hochsteigen, bevor sie platzen, dehnen sie sich auf 12, bis zu 12 Meter oder mehr aus. Das liegt daran, dass halt die Luft nach oben hin dünner wird und ganz oben hat man so quasi fast Vakuum, was dazu führt, dass der sich halt elendig ausdehnt und dann halt irgendwann platzt. Und dann fällt halt das Ganze an einem Fallschirm nach unten. In ungefähr 30 Meter Abstand mit einem ganz langen Seil hängt die Messtechnik dran. Das liegt halt daran, gerade wenn der sich ausdehnt, möchte man ja nicht, dass die Messung beeinflusst wird, dass da irgendwie die Messgeräte in dem Windschatten oder sonst was sind. Deswegen hat man da ganz langes Seil dran. Und man schafft es auf bis zu 40 Kilometer Höhe mit diesen Dingern. Das heißt, man kann eigentlich sehr gut die Erdatmosphäre untersuchen. So. Heute teilweise nimmt man noch Wasserstoff, weil Wasserstoff ist halt günstiger, aber halt auch brennbar. Deswegen Helium ist halt die sichere Alternative und die werden teils automatisch in sozusagen befüllt und in den Himmel entlassen. Das hat halt den Vorteil, dass da auch eine Technik drin ist, die dafür sorgt, dass die so befüllt werden, dass die eine bestimmte Zugkraft haben. Das wird dann direkt da gemessen beim Befüllen. Und darüber ist nämlich die Steiggeschwindigkeit einstellbar. Hier ist nochmal ein Bild von der Wetterwarte Schnarrenberg, beziehungsweise von der Anlage, die diese Wetterballone automatisch sozusagen gen Himmel steigen lässt. Und ja, was passiert dann? Hier habe ich nochmal eine schöne Animation, in der man sieht, wie der Wetterballon hochsteigt, sein Signal zur Erde funkt und auf der Erde gibt es entsprechend Antennen, die diese Signale auffangen und ja, dann werden die Daten halt auch von verschiedenen Wetterstationen gesammelt und zusammengeführt und ausgewertet. Das hier ist unsere Sonde, beziehungsweise da ist sie noch leer. Auf der rechten Seite kann man schon die Kamera sehen, mit der wir dann schöne Bilder gemacht haben. Die zeige ich auch hier in diesem Video. Auf der linken Seite gehen die Kabel raus zu unserem Sensor, das ist bei uns auch draußen. Und ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an, beziehungsweise jetzt ist es wichtig, nicht nur die Bilder zu genießen von diesem Aufstieg. Das ist jetzt kurz auf 38 Kilometer Höhe, kurz vorm Platzen. Und dann vor allen Dingen mal genau hinhören, weil das Interessante ist, was man eben nicht hört. Da oben ist ja fast gar keine Luft mehr und Schall, naja, hört man selber.
Wer genau hingehört hat, hat vielleicht mitgekriegt, dass man das Platzen des Ballons eigentlich gar nicht gehört hat. Und auch sonst relativ wenig hört. Ja, Schall braucht halt eben Luft, um sich fortzubewegen. Wie auch immer, schauen wir uns noch ein kleines Video an. Diesmal kurz vor der Landung und wieder, diesmal hört man mehr. Hier haben wir nochmal ein paar Messwerte zum Schluss. Hier sieht man so ungefähr die Steigrate. Am Ende irgendwas stimmt dann nicht, da fehlen Messwerte einfach. Hier sieht man, wie der Wetterballon langsam gestiegen ist und am Ende ist er plötzlich vom Himmel gefallen. Das stimmt leider so nicht. Also da ist auch irgendwas mit den Messwerten schief gegangen. Also am Anfang stimmt's, wie der schön langsam und gleichmäßig gen Himmel gestiegen ist. Und ja, hier sieht man die Temperatur, und zwar die blaue Kurve ist die interessante. Die rote ist in der Box, die blaue ist außerhalb der Box. Und hier sieht man die Temperaturinversion. Und wenn man das jetzt mit der Höhe vergleichen würde, könnte man sehen, ab wann sozusagen die Stratosphäre beginnt und diese Ozonschicht beginnt und so weiter und so fort. Hier ist nochmal, last but not least, der Druck und man sieht, wie der Druck abnimmt und oben fast ja, Vakuum herrscht, das fast bei Null angekommen ist. Und ja, wenn man sich noch mehr dafür interessiert, noch bessere Bilder gibt es von der ISS. Das kann ich auch unten verlinken. Das Ganze nennt sich Earth View. Das sind Kameras, die an der ISS angebracht sind. Die fliegt natürlich noch höher. Und dann kann man auch noch besser die Krümmung der Erde, dass die Erde eine Kugel ist und so weiter und so fort sehen. Es sind sehr spektakuläre Bilder und vor allen Dingen auch live. Das heißt, man kann wirklich da live gucken. Ganz interessant, ich verlinke es mal. Ja, wie gesagt, wenn dir das Video gefallen hat, kennst das ja. Ein Abo wäre ganz nett. Ein Daumen nach oben auch. So weit, so gut.